In diesem Video geht es um die Alpha-Liponsäure. Was ist die Alpha-Liponsäure und für was ist diese Alpha-Liponsäure gut? Die Alpha-Liponsäure ist ein wahres Multitalent. Die Bedeutung der Alpha-Liponsäure wird dadurch gesteigert, dass sie sowohl Wasser als auch fettlöslich ist. Dies ermöglicht eine größere Vielseitigkeit beim Schutz der Körpergewebe und Zellen. Die Alpha-Liponsäure ist neben dem Glutathion und dem Coenzym Q10 eines der wirkungsvollsten Fänger freier Radikale. Die Alpha-Liponsäure zeigt eine sehr gute Wirkung bei Nervenschäden, die zum Beispiel durch einen zu hohen Blutzuckerspiegel oder durch eine Strahlentherapie verursacht wurden. Die Alpha-Liponsäure hat auch die Fähigkeit, die radikalen Fänger Vitamin C, Vitamin E, Glutathion und Coenzym Q10, die durch die Reaktionen mit Sauerstoffradikalen selbst zu Radikalen geworden sind, zu recyceln. In der aktiven Form können diese Vitalstoffe vom Körper erneut genutzt werden. Laut Dr. Al Pecker, führender Antioxidantienwissenschaftler und Professor für molekulare Zellbiologie an der Universität Berkeley, ist die Alpha-Liponsäure die Antioxidanz der Antioxidantien. Die Alpha-Liponsäure ist vor allem in der Lage, als Komplexbindner Chelator im Rahmen der Chelattherapie unterschiedliche Schwermetallbelastungen, wie zum Beispiel Quecksilber und Blei, effektiv aus dem Organismus zu schleusen. Dabei hat sie die Eigenschaft, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, was therapeutisch vor allem bei Schwermetallbelastungen im Gehirn, zentralen Nervensystem von großem Vorteil ist. Außerdem unterstützt sie eine Reihe enzymatischer Reaktionen. Unter anderem ist sie essentiell im Energiestoffwechsel der Kohlenhydrate und Fette. Sie steigert die Aufnahme von Glucose in die Muskelzellen zur Energieproduktion und reproduziert gleichzeitig den Glucoseeinbau in die Fettzellen, sodass weniger Fett gespeichert wird. Dies führt zu einer schnelleren Regeneration und gesteigerten Leistungsfähigkeit. Vor allem Sportler profitieren merklich davon. Die Alpha-Liponsäure hat die Fähigkeit, die Zellmembranen sowohl von innen als auch von außen und in diesem Zusammenhang die Membran und den DNS-haltigen Zellkern zu schützen. Und da die Alpha-Liponsäure eine sehr gute Antioxidanz ist und die Alterungsprozesse maßgeblich durch die Schäden der freien Radikale verursacht werden, ist die Verlangsamung der Alterungsprozesse eine bedeutende Eigenschaft der Alpha-Liponsäure. Alpha-Liponsäure befindet sich in den meisten Lebensmitteln, allerdings nur spurenweise. Höhere Konzentrationen von Alpha-Liponsäure finden sich im Fleisch, vor allem im roten Fleisch vor, besonders in Leber, Herz und Nieren. Aber auch Gemüsesorten wie Spinat, Brokkoli oder Tomaten beinhalten spurenweise Alpha-Liponsäure. Nun leider ist es ähnlich wie beim Glutathion. Häufig liegt ein Ungleichgewicht zwischen der Aufnahme und dem alltäglichen Bedarf, Verbrauch im Stoffwechsel vor. Dieses Missverhältnis kann zu einem späteren Zeitpunkt zu einem reduzierten Allgemeinzustand bis hin zu chronischen degenerativen Erkrankungen führen. Da die Konzentration von Alpha-Liponsäure in unserer Nahrung sehr, sehr klein ist und auch mit den Jahren abgenommen hat durch all diese Umweltgifte, empfehle ich, also so mache ich es zumindest, Alpha-Liponsäure zu supplementieren über Nahrungsergänzung. Die Alpha-Liponsäure, die ich zu mir nehme, werde ich euch unten in der Beschreibung auch verlinken. Außerdem besuche unbedingt den ultimativen Gesundheitsblog von mir. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Ich danke dir und wir sehen uns beim nächsten Video.